Hallo zusammen und willkommen auf meinem Oldschool- und Retro-Kanal. Wie der Name schon sagt, gibt es hier primär die alten Klassiker, also sowas wie Dungeon Master, Morrowind, Gothic, Baldur's Gate, die Kaliber, aber auch neue Spiele, die entweder vom Stil her wie alte Spiele sind, also weniger auf Grafik fokussiert und dafür mehr auf Inhalt, oder die vom Spielprinzip her wirklich innovativ sind. Sowas wie Kerbal Space Program zum Beispiel. Das erinnert jetzt nicht unbedingt an Klassiker, aber das Spielprinzip ist halt in der Form und in dem Maß noch nicht da gewesen. Und das passt dementsprechend auch ganz gut in mein Repertoire rein. So ist eigentlich für jeden was dabei, für die alten Hasen, die gerne in Gedanken schwelgen wollen, die Klassiker und für die neugierigen, etwas jüngeren Zuschauer dann halt die Retro- und Indie-Spiele. Indie-Spiele ist übrigens ein super Stichwort, denn ich bin tierisch froh, dass es in den letzten Jahren dermaßen zu einem Hype schon quasi geworden ist. Denn da ist genau das der Fokus. Es geht nicht darum, tolle Spiele zu haben mit super Grafik, einem millionenschweren Budget und irgendwelchen riesen Werbeaufträgen, sondern es geht darum, ein Spiel zu schaffen, das was Neues ist oder das was Schönes, Altes ist, was dann auch die Community wirklich zu schätzen weiß. Community ist da sowieso das Stichwort. Bei den großen Konzernen scheint es wirklich nur um das Geld zu gehen. Eine Community ist einfach nur da, um mehr Geld zu generieren. Und nicht da, um selber Ideen reinzubringen oder sogar selber etwas zu ändern im Spiel. Das ist bei den Indie-Titeln total anders. Da geht man ins Forum, macht sich ein bisschen schlau, gibt selber auch Vorschläge und ein, zwei Tage später ist das im Spiel drin teilweise. Das ist echt absolut genial. Und die kommen halt auch bei mir in den Kanal rein. Das Ganze wird ja von mir meistens doch relativ ruhig kommentiert. Also ich bin nicht jemand, der jetzt ins Mikrofon schreit und mit einem pinken Hawaii-Hemd rumprollt und was weiß ich. Ich bin halt schon ein wenig älter, bin Familienvater, aber habe, wie ich mir sagen lassen. Boah, das ist mal ein Satz. Aber ja, ich soll wohl auch recht unterhaltsam sein und meine Stimme recht angenehm. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Und so eine Verhaspler wie eben gerade kommen halt auch mal vor. Das macht das Ganze wohl auch irgendwie sympathisch. Aber ja, ich bin ein Mensch, ich mache das, was mir Spaß macht, versuche auch damit über die Runden zu kommen und bisher kommt es recht gut an. Ich hoffe bei euch auch und wir sehen uns bei meinen Projekten. Bye bye. Der schwarze Griesgram schmiedet mit Zauberkraft die Truhe dir. Hoch sind die Flammen, hell und heiß, das Eisen nicht wohl zu zähmen weiß. Tief aus dem Berg gehärtet von der Schlacht, vereint werden Kräfte dem Guten die Macht. Ich schmiede das Eisen, die Muskeln gestillt, die Arbeit ist alles, was jetzt zählt. Hab ich es begonnen, hält nichts mehr mich auf, so ändert sich deines Schicksals Lauf. Das Lied ist beendet, das Werk ist vollbracht, nichts auf der Welt dies mehr ungeschehen macht. Sehr cool. Es ist schön, einen solchen Menschenfreund wie euch getroffen zu haben. Und ich freue mich, nach so langer Zeit jemanden wie euch getroffen zu haben. Denn ihr seid jemand, der sein Leben im Kampf für das Gute riskiert